Könnte man nehmen. Achtung, wir bitten alle Besucher, leiser zu sprechen. Weil hier haben wir minus 25 Lerntempo, ne? Also auf jeden Fall nicht. So. So, Diagnostik hatten wir gesagt. Lila. Dann werdet ihr schon mal lila eingekleidet. Und ihr bekommt... Auf Radio Two Point. Ihr habt Radio Two Point eingeschaltet und ich bin euer Moderator Ricky Hawthorne. Bleibt dran für ein paar fantastische Songs und ein bisschen Geplauder. So. Dann machen wir ein neues Zimmer. Nämlich noch die Kardiologie. Ja, das können wir so lassen, ne? Desinfektionsspender hier in die Mitte. Dann die Tür hier hin. Patienten, die ein Bauchgefühl betreffend ihrer Mach mal Pause. Haben, sollten es bitte für sich behalten. Ja, wir haben schon 4 genommen, ne? Ja, vielleicht sollten wir das auch machen. Ist ein bisschen eng, das stimmt eigentlich, aber... Nee, du darfst ruhig stehen bleiben. Ich wollte die Tür haben. Krieg ich die Tür? Gibst du mir die Tür? Sehr gut, danke. Wobei auf der anderen Seite, die Kardiologie braucht ja nicht so groß sein, ne? Komm. Dann sparen wir hier wieder ein bisschen Platz. Wie man es macht, ne? Ist irgendwie immer verkehrt. Hier der Herzraser hin. So, wieder da. Also, aber ich grüße dich zurück. Was hat die Katze? Was wollte sie wieder? 500 für einen Wandmonitor, aber der Wandmonitor bringt natürlich was. Müssen wir mal eben ganz kurz die Standardausrüstung machen. Muss es als Dosenöffner fungieren? So, ein Feuerlöscher hier hin. Und dann nehmen wir den, ihr Futter vom Regal geschubst. Muss die Schweinerei wegmachen. Ja, ja, siehste. War wieder nicht genehm, das Futter. Merkst du? So ist das. So, wir haben alles Wichtige drin, bis auf die Wärme. Zack. Ja, ich habe mich dran erinnert. Wo können wir die denn hinbauen? Also, wir könnten einen Heizkörper hier hinstellen. Das müsste für den Raum ja eigentlich reichen, oder? Ja, am Rand ist immer noch ein bisschen kalt. Dann nehmen wir noch einen kleinen Heizkörper und stellen den hier irgendwie hin. So. Das ist ja auch schön, weißt du? Ja, wobei, wir könnten den mittiger stellen, ne? Dann hätten wir überall ein bisschen Wärme. Nee, war leer der Napf, hat die Futterschachtel erwischt. Ich glaube, manchmal machen die das mit Absicht, weißt du? So frei nach der Devise, jetzt zeige ich dir nochmal, wer hier der Chef ist. Ne, so frei nach der Devise, wer ist hier der Boss? Ne? So, du hast die Wohnung gerade sauber, die Katze so, nein, ich glaube, das will ich anders haben. Und dann sieht es aus wie Dresden 1945. So sind Katzen. Und dann lachen die sich, glaube ich, so ein bisschen ins Fäustchen und denken so, ich habe es wieder geschafft. Also ich will den Katzen nichts Böses einreden, aber ich glaube, so sind die. So, machen wir hier noch ein Blömchen hin. Hier ist jetzt wärmer. Sehr gut. Ach schön, das wird ein tolles Krankenhaus. Mit Liebe gebaut. Machen wir wieder die Temperatur aus.
Objekte aus. Und das Schöne ist, wir haben jetzt eine Krankenschwester, die Diagnose 1 hat. Und wir bilden bereits zwei weitere Krankenschwestern in Diagnose aus. Und das Tolle ist, wir haben sie bereits eingesetzt. Das heißt, ne? Und wir können dann den nächsten ausbilden in Heilung. Wir müssen halt nur ein bisschen das Geld im Auge behalten. Aber ansonsten sind wir auf einem guten Weg, finde ich. Wir haben keine Patienten, die hier nennenswert auf die Allgemeinmedizin. Der hat wirklich für 5 Dollar den Kaugummi gekauft. Oh, wir haben Gewinn gemacht. Juhu! Was, wir haben nur noch 25.000? Oh Gott, hatten wir nicht gerade 40.000? Wer ist das denn hier? Oh nein, wir müssen so eine Farbdiagnostik und so weiter bauen. Aber wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen und die Leute weiter ausbilden. Ich würde Ihnen hier ja gerne... Naja, noch brauchen wir keine Doppelbesetzung, ne? Ich meine, eigentlich schon, aber... Station benötigt. Ein Krankenpfleger wird in der Kardiologie verlangt. So, bin heute allerdings etwas nachsichtig, schreibt's aber, waren beim Tierarzt zum Impfen. Das ist nicht sehr angenehm gestern für die Arme. Hier auf Radio nee, das stimmt. Das könnte natürlich damals dazu sein, dass sie das übel nimmt. Technischen Schnickschnack, wisst ihr? Damals mussten wir die Songs noch zurückspulen und unsere Moderatoren richtig laut schreien. Ach, wie die Zeiten sich geändert haben. So, Weiterbildung, Diagnostik ist abgeschlossen. Jetzt muss die sich mal eben ausruhen und dann machen wir mit Ette hier weiter, ne? Mit ihmchen. Das ist eine Frau, oder? Sehr androgyn oder so? Gegen was wurde denn geimpft? Gucken, ob wir eine Krankenpfleger haben. Ja, den kannst du ja nicht nehmen. Ne? Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke kannst zu auch begeben. Nicht nehmen. Was ist mit dem hier? Ja, den können wir einstellen. So, du kriegst die Farbe Heilung, das war grün, ne? nur? Warum sind wir denn alles einschließlich Tollwut? Das ist schmerzhaft. Oh ja. So Großimpfpakete sind immer kacke. Wie bei uns Menschen auch. So, ich weiß nicht, ob ich dich natürlich unbedingt in der Apotheke haben möchte. Aber wir müssen den Apotheker jetzt ausbilden für Heilung. Da kommen wir gar nicht drum rum. Ist die Pause nicht langsam mal zu Ende? Aber bei so wenig Geld habe ich jetzt ein bisschen Angst auszubilden. Ich weiß nicht, ob ich den in die Apotheke setzen sollte. Macht mir ein bisschen Sorgen. Nee, komm, geh da mal raus. Du bist nicht geeignet dafür. Aktuell noch nicht. Vielleicht kriegst du die Apothekenausbildung. Aber ich würde jetzt gerne eine Heilerausbildung machen. Wir müssen mal eben gucken. Erleuchtungsklinik benötigt. Ich habe da kein Geld für. Deswegen schick den Patienten nach Hause. Personalherausforderung. Heile 10 Patienten. Belohnung keine. Ja, macht ja Sinn. Die mysteriöse Gesundheitsabteilung der Orbi-Stiftung, auch als Heilotology bekannt, hat eine neue Kampagne gestartet. Sie heißt
Echte Ärzte, wer braucht die denn? Nun, diesem hübschen Flyer nachzuurteilen, ich nicht. Die Heilkräfte der Orbi-Stiftung sollten genügen. Nach jedem Toilettengang stellen Sie sich hinten an. Warte mal ganz kurz, warum... Oh, scheiße, wir machen Verlust. Warum habe ich denn den Arzt eingestellt? Was wollte ich mit dem denn machen? Stimmt, der Psychiater, genau, so war das. Den brauchen wir ja auch. Hier, ausbilden, weiterbilden. Wir brauchen einen Psychiater. Das ruiniert uns natürlich. Zack. Station benötigt, ja, nö. Hab ich nicht. Beförderung gibt's erstmal nicht. Notfallstation habe ich nicht. Ja, die müssen wir als nächstes bauen, aber man sieht natürlich, das Geld ist nicht das Beste. Und ihn hier müsste ich jetzt auch wieder ausbilden. Also Schwester, sie. Kein Geld für. Hoffentlich heilen wir jetzt genug Leute. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger Geld ausgeben und hoffe, dass... wo bauen wir denn den Psychiater hin? Werden wir viel psychiatrische Fälle haben? Wir könnten natürlich sagen, dass wir den Psychiater hinten in die Ecke vielleicht bauen. Sollen wir das mal machen? Wäre ja auch ein Diagnostikzimmer. Was kostet ein Psychiater? Ein Psychiater? Schon wieder einer tot. Scheiße. So, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, damit wir die Objekte wieder platziert bekommen. Wofür wir überhaupt kein Geld haben. Ja, es ist gerade am Anfang mit dem Geld immer so eine Sache. Das ist echt nicht so einfach. So. Aber mit natürlich jeder Diagnose, die wir stellen und jede Behandlung, die wir durchführen, werden wir ein bisschen besser. Hier eine Heizung hin und machen wir hier auch eine Heizung hin, ne? So, sehr schön. Ein Pflänzchen hier, ein Pflänzchen da. Und jetzt müssen wir das natürlich schön anordnen. Das können wir ja auch mal ein bisschen schief machen. Aber wir müssen ja noch an Bücherboards und so weiter denken. Wir bitten die Patienten, uns ihre Leben anzuvertrauen. Das solltet ihr nicht tun. So. Ne? Oh. Haben wir einen Psychiater? Mit Ricky Hawthorne. Müssten wir ja haben. Das war offensichtlich nicht der Song, den ich für euch vorgesehen hatte. Aber anscheinend haben wir einen dieser verdammten Viren in unserem System. Moment mal. Nein. Mein Produzent sagt mir gerade, dass wir gehackt worden sind. Das ist einfach einer dieser Tage, was? Ja. Ich habe keine Ahnung, welchen Song ihr als nächstes hört, aber ich hoffe, es wird ein guter. Das hoffe ich auch. Wollen wir dem Psychiater eine andere Farbe geben? Soll der eine andere Kittelfarbe bekommen? Legt es jetzt fest.
Nicht unbedingt Türkis, weil das wäre ein bisschen teuer. Welche Farbe willst du haben? Wir haben aktuell Standard. Das sind ja die Allgemeinmediziner. Blau. Niklas.